Marc, der Walter Röhrl hat bei den Kollegen von Servus TV gesagt, gegen Rallye fahren ist Formel 1 fahren wörtlich ein Kindergeburtstag. Ich kenne da einen, der ist anders als Walter Röhrl beides gefahren, Rallye und Formel 1, professionell, nämlich du. Hat er recht? Es sind zwei wirklich unterschiedliche Disziplinen, ja. Aber ich muss eins sagen, ich habe sehr viel Respekt, wenn der Walter Röhrl sowas sagt, der hat auch den Mut, direkt Dinge zu sagen, auch wenn es um E-Autos geht, ja. Er hält nicht die Hand vor den Mund, sondern sagt direkt raus, was er denkt. Das gefällt mir. Und der Walter Röhrl ist ja zu meiner Zeit auch Langstrecke gefahren mit Lancia. Und er war im Regen schneller als ein Patrese. Also der darf sowas sagen, ja. Aber Formel 1 ist schon eine andere Spielwiese. Die Formel 1 ist, man muss es so sehen, ein Rallye-Auto ist relativ einfach zu fahren. Ja? Das ist ja ein aufgemotztes Serienauto, wenn man so will. Und die lassen sich schön handeln. Man kann mit denen spielen. Ja? Das Schwierige beim Rallye-Fahren sind die Straßen, ja, die Straßenverhältnisse. Aber ein Formel 1 am Limit zu bewegen, da reden wir von 5G heutzutage. Das war bei meiner Zeit mit den Schürzenautos schon 4,5G. Das heißt, mit 4,5G in der Kurve noch reflexmäßig richtig zu reagieren und nicht nur im Sitz zu hängen und den Kopf irgendwo anzulehnen, sondern da noch reagieren zu können, das ist eine andere Dimension. Und auch die Geschwindigkeit. Ich meine, wenn man da Rad an Rad fährt mit weit über 300, wie wir das jetzt am Wochenende wieder gesehen haben, dann muss man sagen, das ist eine andere Dimension. Aber beides hat natürlich seine Schwierigkeiten. Einerseits ist es die Geschwindigkeit in der Formel 1 und auch, sag mal, die Bremspunkte, die praktisch, wenn du mit über 300 auf einer Kurve zufährst und der Bremspunkt ist bei 80 oder 100 Meter, da hast du das Gefühl, das 100-Meter-Schild steht schon in der Kurve drin, wenn du da ankommst mit diesem Speed. Das heißt, du hast so wenig Reaktionszeit. Wenn du dann bremst, dann muss es passen. Ja? Und beim Rallye-Auto geht alles ein bisschen einfacher. Jetzt ist aber so, dass beim Rallye-Auto die Bedingungen immer wieder ändern. Und als ich Rallye gefahren bin, habe ich genau dann Zeit verloren, wenn wir mal Schotter hatten und dann wieder Asphalt und dann wieder Schotter, weil ich einfach die Umstellung nicht so schnell geschafft habe wie die Profis. Ja? Wenn alles gleich war, alles Asphalt oder alles Schotter, da war ich dabei, auch auf Schnee sogar. Aber wenn man umstellen musste, ja, und gerade bei Schnee war es so, da fährst du auf dem Asphalt mit deinen Snowtires, also das waren da meistens von Finnland kamen die. Und dann hast du ein so unstabiles Auto, dass das eigentlich auf dem Schnee fast besser liegt, als wenn kein Schnee liegt. Und all diese Dinge, die machen das Rallye-Fahren schon sehr, sehr speziell. Und dann darf man nicht vergessen, die Gefahr. Ich meine, die fahren zwar maximal 200, ja, mit die Autos sind so übersetzt, mehr gehen sie eigentlich nicht, weil die Beschleunigung sonst verloren ginge. Aber du fährst mit 200 an Bäumen vorbei, ja? Nichts davon Safety und Auslaufzone, nichts, ja? Also, wie gesagt, die Formel 1 auf ganz hohem Niveau von der Geschwindigkeit, von den Fliehkräften und Rallye einfach ohne doppelten Boden. Kann man es auch ein bisschen so auf die Formel runterbrechen, dass die Formel 1 auch sehr, sehr viel dann, zumindest auf dem Top-Niveau, mit absoluter Perfektion zu tun hat, weil du fährst die gleiche Kurve, das hat ja Röhrl auch so ein bisschen so gesagt, du fährst die gleiche Kurve immer wieder und versuchst da Setup zu optimieren und den Bremspunkt perfekt zu treffen, während Rallye ein bisschen mehr improvisieren und Gefühl ist. Ja, vergleichbar ist es nur, wenn wir in der Formel 1 ein bisschen Regen haben oder so anfängt zu regnen oder es fängt an abzutrocknen, wo du dann genau wie ein Rallye-Fahrer in dem Moment das Maximum rausholen kannst. Und da siehst du ja auch immer diese großen Unterschiede unter den Piloten. Einer kommt damit klar, kann sich sofort darauf einstellen, wenn ein Stück weit trocken ist. Das ist oft ja im Training der Fall. Und der andere tut sich wahnsinnig schwer, überhaupt auf eine Zeit zu kommen. Und da könnte man sehen, wer eigentlich Talent zum Rallye-Fahren hat bei den Formel-1-Piloten. Weil die bei so halbnass, ja, sofort das Limit finden, die hätten auch Talent zum Rallye-Fahren. Aber ein Rallye-Fahrer muss die ganze Zeit damit leben. Und der kann ja nicht üben, ja. Und dann kommt er dahin und dann hat er eine Kurve, die vorher voll Asphalt war. Jetzt haben sie die Kurve geschnitten vor ihm und es liegt Dreck auf der Straße.
Ja, das sieht er im letzten Moment. Und wenn er Bremspunkt zu spät gewählt hat, dann rutscht er raus. Und das sieht manchmal so doof aus, wenn sie dann mit 40 km/h dann noch die Böschung runterrutschen, weil einfach der Grip nicht da war in der Kurve, wie er sich das aufgeschrieben hatte. Also das sind zwei verschiedene Dinge, aber ja, ich würde sagen, halb nass in der Formel 1 ist vergleichbar mit Rallye. Boxbox, Boxbox, komm rein und abonniere den Kanal. Marc, jetzt habe ich mir deinen Lebenslauf so grob angeschaut und festgestellt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du müsstest eigentlich zu beiden aktiven Zeiten von beiden deutschen großen Motorsport-Ikonen Walter Röhrl und Michael Schumacher gefahren sein. Mit Röhrl 80er Jahre sowieso noch. Bei Michael Schumacher, als der 91 angefangen hat, bist du, glaube ich, teilweise auch noch Rennen gefahren. Was ich nicht gefunden habe, ist eine Überlappung im Sinn von mal im gleichen Rennen angetreten. Gab sowas und ist mir das durchgerutscht? Also mit Walter Röhrl bin ich mal eine Rallye gefahren, da war er Vorfahrer. Das war gerade, wo er umgestellt hat auf Audi Quattro. Und zum Üben war er Vorfahrer bei der Arweiler Rallye, das am Nürburgring oben. Und bei der zweiten Sonderprüfung habe ich sein Auto dann auf dem Dach liegen sehen, unten mit Rädern nach oben. Ja. Das war meine Begegnung mit dem Walter. Und mit dem Michael Schumacher bin ich nur Kartrennen gemeinsam gefahren, einige davon. Und wir haben uns in Stuttgart, in der Martin-Schleyer-Halle, haben wir um den Sieg gekämpft, wir zwei. Dummerweise wurde ich dann nur Zweiter, aber okay. Aber trotzdem, ich war ein Konkurrent für ihn, das hat mich schon stolz gemacht. Ja, das ist keine Schande. Michael Schumacher ist ja auch zu Formel-1-Zeiten noch eine Kart-WM gefahren, erinnere ich mich, und da auch sehr konkurrenzfähig gewesen. Kann man Röhrl und Schumacher mal, kann man die irgendwie überhaupt miteinander vergleichen oder kann man das sowieso gar nicht im Sinne von, wer ist denn jetzt der größte deutsche Motorsportler, Rennfahrer aller Zeiten? Nein, kann man nicht, weil es einfach zwei verschiedene Disziplinen sind. Und der Walter Röhrl, ich meine, der hat ja bewiesen, mit verschiedenen Autos Weltmeister zu werden. Das ist schon eine hohe Kunst des Fahrens. Und bei Michael Schumacher war er einfach, er war halt der Spezialist. Ja, er war der Spezialist, der alles perfektioniert hat. Aber er war ja auch einer, und wir haben ja das gesehen, der zum Beispiel im Regen sensationell fahren konnte. Also auch ein Michael Schumacher wäre wahrscheinlich ein guter Rallye-Fahrer gewesen, weil er sich einfach auf die Bedingungen einstellen konnte. Jetzt kurz mal ein Exkurs für unsere jüngeren Zuschauer, und ich muss ganz ehrlich zugeben, auch ich habe nicht so wahnsinnig viel aktiv von der Karriere von Walter Röhrl mitbekommen. Aber wenn man sich jetzt mal rein die Zahlen anschaut, dann war Walter Röhrl ja nur zweimal Rallye-Weltmeister. Und trotzdem gilt er heute für ganz viele, besonders in Deutschland, aber nicht nur da, als der beste Autofahrer aller Zeiten. Warum ist das eigentlich so, glaubst du? Weil er oft mit dem, zum Beispiel mit dem unterlegenen Opel gegen die Quattros antreten musste. Und der hat dann den Berg hoch, da kann ich mich an Monte Carlo Rally erinnern, den Berg hoch hat er, glaube ich, 10 Sekunden verloren auf die Quattros und hat Berg runter alles wieder aufgeholt. Also er war schon sensationell. Er konnte einfach am Limit fahren, wo Zeiten herausfahren, die andere einfach nicht geschafft haben. Und eben speziell auch, wenn es bergab ging. Von dem her, ja, mit verschiedenen Autos. Ja, ist Lancia gefahren, ist Audi gefahren, ist Opel gefahren. Ist also mit drei verschiedenen Autos und mit allen hat er Rennen gewonnen, Rallyes gewonnen. Also das spricht schon für ihn. Jetzt sagt Röhrl, ja, die Formel 1 sei ein Kindergeburtstag. Da haben wir anfangs schon drüber gesprochen. Ich habe auch noch im Ohr, nach dem Hitzerennen in Katar, da haben Gerhard Berger und Christian Danner ebenfalls bei den Kollegen von Servus TV gesagt, naja, die Formel 1-Fahrer heute, die müssen halt ein bisschen gescheiter trainieren. Gehst du damit sinngemäß, dass die heutige Formel 1-Fahrer-Generation vielleicht ein bisschen zu verweichlicht ist? Ich glaube, sie sind besser trainiert, als wir waren. Ich bin eigentlich überzeugt, die haben... Jeder hat ja seinen Fitnesstrainer und die sind viel besser vorbereitet. Sie wissen, was sie essen müssen, sie wissen, was sie trinken müssen. Nein, ich glaube, die heutigen Fahrer sind absolut topfit. Sie sind viel fitter und perfekter, als wir je waren. Damit hast du sinngemäß schon die nächste Frage vorweggenommen. Christian Danner hat ja gesagt, ein bisschen augenzwinkernd, da wollen wir ihm nicht Unrecht tun, sollen die modernen Formel-1-Fahrer halt sich das Radl in die Sauna stellen und im Winter auf die Langlaufloipe gehen, statt fürs Sixpack zu trainieren. Ohne Christian Danner, wie gesagt, Unrecht tun zu wollen. Aber tun wir damit vielleicht auch den heutigen Formel-1-Fahrern Unrecht?
Ich denke schon. Also ich bin auch, wir hatten unser erstes Rennen in der Regel in Brasilien oder Argentinien. Und das heißt, ich kam aus dem Winter aus der Schweiz. Und was habe ich gemacht? Ich habe in der Sauna Liegestützen gemacht und so weiter, um mich auf diese Hitze vorzubereiten. Habe versucht, so lange wie möglich da drin auszuhalten. Also wir haben auch vielleicht ein bisschen mehr improvisiert, ja. Aber grundsätzlich haben wir uns natürlich auch perfekt vorbereitet. Aber die heutigen Fahrer, wenn ich sehe, was die alles machen und wie fit die sind, schau dir mal an, wenn die ohne Hemd rumgehen, ja. Die sind dermaßen durchtrainiert, die sind dermaßen fit. Und klar, die müssen ja auch unter 5G perfekt funktionieren. Das muss man sich einfach mal vorstellen, wenn du mit 5G gegen die Seitenwand gepresst wirst, im Sitz hängst und du musst perfekte Lenkbewegungen machen. Und nein, die heutigen Fahrer sind absolut topfit. Jetzt drehen wir es nochmal zurück auf diesen Vergleich Formel 1 gegen Rallye-WM gegen den Rallye-Sport. Ein fiktives Gedankenspiel. Angenommen, wir würden für eine Saison mal Kalle Rovanperä, den aktuellen Rallye-Weltmeister, in den Red Bull setzen und umgekehrt Max Verstappen in Kalle Rovanperäs Auto in der Rallye-WM. Wer glaubst du von den beiden würde sich besser schlagen? Max Verstappen. Weil es ist einfacher, von 5G auf ein Auto zu steigen, das vielleicht 2 oder maximal 2,5G Fliehkraft aufbaut. Deswegen für den Rovanperä ist es etwas völlig Neues, mit 5G sich zu Hause zu fühlen und unter 5G richtig zu reagieren. Deswegen glaube ich schon, dass Max Verstappen, der ja ein sehr spezieller Regenfahrer ist, auch, ja, und das ist für mich immer das Zeichen, dass einer gut wäre im Rallye. Und der Max Verstappen könnte sich da schneller umstellen, weil er praktisch runtersteigt. Und Angst hat er ja auch keine. Also die Bäume würden ihn wahrscheinlich auch nicht groß interessieren. Sein Vater fährt ja übrigens Rallye, der Jos. Jetzt gibt es ja durchaus ein paar Formel-1-Fahrer, die sich auch mit ganz anständigem Erfolg in der Rallye-WM versucht haben. Ich denke da zum Beispiel an Kimi Räikkönen oder auch an Robert Kubica. Kubica auch in der ERC relativ erfolgreich gewesen. Aber auf die absolute Weltspitze, da hat dann doch ein bisschen was gefehlt, dass sie wirklich um Siege hätten mitfahren können. Was ist es denn, Marc, dieses letzte Quäntchen, was den Rallye-Fahrern da gefehlt hat? Ist es der wechselnde Untergrund oder was ist es, was die Formel-1-Fahrer in der Rallye-WM vielleicht noch nicht ganz so geknackt haben? Also wenn du jetzt die Karriere anschaust vom Rovanperä, ne, der ist ja mit 16 ist er schon Rallyes gefahren, hatte noch nicht mal einen Führerschein. Also die wachsen auf damit, mit diesen Bedingungen. Ja, für die ist das Normalste von der Welt, dass man da einfach mit 200 auf einer Schotterstraße durch den Wald fährt an den Bäumen vorbei. Als Formel-1-Fahrer musst du dich da einfach hintasten. Und in der Formel 1, ja, da hast du Auslaufzonen. Und du kannst dich auch mal ein bisschen übers Limit gehen, da passiert nicht viel. Aber im Rallye hast du keine Auslaufzone. Und deswegen glaube ich, tut sich jeder da schwer, immer hundertprozentig am Limit zu fahren. Ein Rallye-Fahrer kann sich sofort einstellen. Der spürt es in der ersten Kurve schon, wie viel Grip ist da. Und dann kann er in der nächsten Kurve schon das Maximum herausholen. Und als Formel-1-Fahrer brauchst du da ein bisschen länger. Ja, wie der Earl gesagt hat, der Formel-1-Fahrer kann ja üben. Und der Rallye-Fahrer kann nicht, der muss gleich ans Limit gehen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Aber ich denke, einerseits, die Rallye-Fahrer haben viele Achtungserfolge auch in anderen Kategorien, wenn du jetzt den Löb nimmst, ja, der wurde ja Tourenwagen-Weltmeister, ja. Also, nein, die können einfach alle gut Auto fahren. Aber Rallye ist schon etwas Spezielles und ich denke, braucht man viele Jahre, um da wirklich immer am Limit zu unterwegs zu sein. Falls ihr übrigens zu den wenigen gehört, die das Interview von Walter Röhrl bei Servus TV noch nicht gesehen haben, dann schaut jetzt das nächste Video, das wir euch in der Box verlinken. Und schreibt uns bitte auch einen Kommentar. Formel 1 oder Rallye-Fahrer, wer sind die größeren Könner im Automobil?